bin hier vom Höhenlevel, glaube ich, ist das nicht so optimal, was ich hier mache. Warum? Naja, weil wir ja eigentlich nach ressourcenhaltigen Rohstoffen suchen. Also sprich, so nach Diamanten und so einem Gedöns, weißt du? Aha, du bist so hoch. Dafür bin ich ein bisschen zu hoch. Da ist er. Ein kleiner Freund. Nicht immer hat es seinen Sinn, wenn man aufsteigt. Ja, stimmt. Siehste. Ich sage jetzt nicht, dass mir das zu hoch ist, weil der MS sich sonst kaputt lacht. Nein! Den habe ich bis hierher gehört. Gut, dann geht so. Ein bisschen weiter runter. Ein bisschen heller machen. Und mit der Glücksspitzhacke hier ganz sachte die Kohle aus dem Flöz reißen. Flöpp, 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 flöpp. Weil Kohle werden wir anfangs wirklich en masse brauchen. Wieso? Naja, um Verbrennungssysteme zu aktivieren, wenn wir noch keinen Sprit haben, weißt du? Kannst da kann man nämlich Stirling-Motoren einsetzen. Kannst du aber auch Holz nehmen. Ja, ich weiß, aber die Kohle hat einfach einen besseren Brennwert, weißt du? Aber die Holzer sind viel umweltschonender. Das ist ein nachwachsender Rohstoff. Ja. Kohle ist auch irgendwann gewachsen. So, ich komme dir dann mal hinterhergelaufen. Ich komme dir hinterhergelaufen. Ich habe mir mein Leben geschworen, ich renne ihm nie wieder hinterher. Dafür rennst du mir ziemlich oft hinterher. Muss ich dir echt mal sagen. Nein, geh nicht weg. Was? Wer? Ich? Nein. Okay. Oh, du. Miep, miep. Wieso hast du das Kupfer und das Eisen nicht mitgenommen? Hä? Was soll das? Weil ich gerade was gefunden hatte. Ja, aber nein. Nee, nicht schon. Wieder. Fledermaus. Ach, die Fledermaus, die tut dir nichts. Was? Da unten ist noch ein Minengang. Den werden wir uns mal aufbewahren. Spawner. Wo bist du? Ah, hier. Kleiner Emmis. Ich weiß noch nicht genau wo, aber hier. Aktuell bist du rechts von mir. Rechts von dir, dann bist du... Wo ist denn die blöde Spinne? Das kann ich dir nicht sagen. Spinne. Denn ich habe... Den Namen. Hi. Denn ich habe es gelassen, Spinnen zu verfolgen. Die spinnt nämlich. Lass die Fledermaus in Ruhe. Geh schon tot. Sonst verpacke ich dich in eine Truhe. Ich glaube, oben war ich schon. Oder? Nee, hier warst du noch. Nee, da wollte ich gerade lang. Wir kommen der Spinne immer näher. Ich höre sie rumlaufen. Bier saufen. Was? Manchmal sind meine Gesänge wirklich engelsgleich. Oha. Jiha. Hier geht's runter. Abwärts. Creeper, Creeper, Creeper. Aua, aua, aua. Was haut mich denn da als... Ach, die Spinne. Du hast im Übrigen die Spinne gefunden. Dank. Und du bist weggeflogen. Zwei Creeper und eine Spinne waren doch ein bisschen zu viel. Ach Quatsch. Hey, ich hab Monsterangst. Monsterphobien. Monsterphobien. Alter, ich hab die Monster, die am meisten Spaß machen, muss ich deaktivieren, weißt du? Und er sagt mir, er hätte eine Monsterphobie. Vor kurzem noch die große Fresse. Ach, eine Höhle, das ist überhaupt kein Ding, also. Ja, Mann. Nee, ich hab keine Phobien. Ja, ja. Das wird dir ewig nachschleichen. Das ist egal, wie du jetzt versuchst, dich da rauszureden. Jeder weiß es. Okay, kann ich mitleben. Du wirst damit leben müssen. Dann bleibe ich jetzt einfach in deiner Nähe und sag, Masti, ich hab Angst. Genau. Masti, töte die Viecher, töte die. Oder du machst es wie eine Frau. Eine Riesenspinne. Ich will sie wegmachen. Also nehme mir gerade so ein Dingens, um die Spinne kaputt zu hauen. Nein, nicht töten. Nur wegmachen. Ei, hier ist noch Marmor. Was? Ja.
Na, das ist ja Marmorolles. Und hier ist irgendwo ein Zombie, aber der kann hier nirgendwo sein. Doch, hier. Zombie! Zombie! Jetzt gehen wir erstmal gucken, was wir schon ablegen können. Cobblestone können wir ablegen. Was sammeln wir noch? Wir können hier auch Kohle ablegen. Oh, du schönes Marmor. Marmor, oh, du schönes Marmor. Okay. Du klaust doch alles, oder, was ich singe? Ich mach einfach nur was Schönes draus, aus dem, was du da von dir gibst. Weil singen ist das nicht. Das ist Stimmbandquälerei, was du da machst. Ein Stück Marmor, der deinen Namen trägt. Alter! Ich hatte in den letzten Tagen übrigens ordentlich Probleme mit GEMA-Strikes auf diversen YouTube-Videos. Da muss allerdings auch dazu sagen, warum. Da muss ich dazu sagen, dass da der Emmes schuld ist. Nein, das stimmt nicht. Doch, der Emmes hat das Spiel Tropico 5 besorgt und gesagt, Alter, mach da ein Let's Play von, Ich habe das gemacht. Und prompt. Ja, aber gut, er hat halt so lieb bitte gesagt. Also, hat wieder da gestanden. Große Augen. Kennst du die Augen da aus diesen Mangas? Aus diesen Manga-Filmen? Von den Manga-Vibers? Diese riesen Augen? Weißt ja, du? Ja. So hat der Emmes vor mir gestanden. Ja, genau. Und wie? Ja. Hat erst so ein Saturn oder Mediamarkt oder Metro oder Pearl oder wie die ganzen Läden auch alle heißen, voll die Werbung hier, hat erst so ein Marktmitarbeiter mit, ich weiß nicht, ich glaube 40 Euro bestochen, weißt du, damit er ihm das Spiel überlässt. Er hat ihn also geschmiert. Hier, wenn du jetzt nicht aufhörst mit dieser dann wirst du mir eine schmieren. Dann fangen wir mal wirklich an hier zu dissen, ja, dann kommen wir wieder in den alten Trott rein. Warum? Warum nicht? Ich erzähl doch nur, mit wie viel Mühe du dieses Spiel besorgt hast, verstehst du? Und du sagst jetzt hier, dass wir gedisst. Das war keine Mühe. Ich ging in diesen Elektronikfachhandel und hab das Ding gekauft. Punkt. Mit dem Namen eines Planeten, den man nicht nennen darf. Merkur? Genau. Pluto. Genau, du bist in Pluto gegangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Mickey Mouse so gefällt, wenn du in ihren Blut... Mann, nee. Kommando zurück, ich habe nichts gesagt. Du bist dann ein perverses Stück. Ach, ich lerne von den Besten. Ja, das stimmt. Oh, hier ist ja noch ein Eingang. Nimm doch mal die Kippe aus der Schnauze. Ah. Die fiese Kippe aus der Schnauze. Hier geht's so... runter. Wollten wir nicht runter anstatt hoch? Weil wir wollten hoch. Runter, aber du hast jetzt doch hier Marmor und so. Aber, ja, okay. Ja, nee. Möchtest du noch Marmor? Oder wollen wir runter? Jetzt komm mal runter, ja? Ich baue noch ein bisschen Marmor ab. Ich habe gerade mal knapp 4 Stack. Okay. Ich mach mal das Inventar frei hier und pack schon mal was in den Rucksack. Mach ich doch gerade. Ich bin dabei gewesen gerade. Ich hab schon was weggetan. Nee, hier kommt Creeperkopf, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Wir sind ja auf der Suche nach Rohstoffen. Oh, ich hab kein Holz mitgenommen. Hast du zufällig Holz dabei? Nö. Gut, dann müssen wir vielleicht noch mal am Minenschacht ein bisschen Holz besorgen, denn mir gehen die Fackeln aus. Hier. Wie viel hast du denn noch? Jetzt noch 45. Enderman! Ich habe einen Enderman wahrgenommen. Du wolltest runter, ne? Wo hast du denn was gesehen, wo es runtergeht? Ja, hier neben, aber das war falsch. Also da geht's schon runter, aber da waren wir schon. Zumindest. Na, nicht so richtig. Zumindest laut Fackeln. Ah. I see. Marmor. Stein und Eisen bricht. Aber deine Nase nicht. Was? Aber die Liebe vom Masti zum Emmes nicht. Nee. So weit fangen wir ja gar nicht erst an. Also. Nee. Ich bin im Übrigen da runtergegangen, ne? Schön. Du wolltest in meiner Nähe bleiben, weil du Angst hast in Höhe. Oh, kauf dir einen Keks.
Du hast Angst. Nö. Hast du gesagt? Nö. Was war das? Das war, glaube ich, der Versuch eines Husters. Okay. Den ich bei 25 Minuten vielleicht mal rausschneiden sollte. Nö, das war drin. Nein. Doch. Was? Was war denn das? Dein Huster. Also ich huste, wenn, dann mit Niveau, ja? Ich sagte mit Niveau, nicht ja, tuntig. Das ist doch dein Niveau. Fängt er schon wieder an. Du hast angefangen. Der Emmes, der will nicht diesen. Drum hat er wo bald verschissen. Dann schlag ich ihm auf die Nase und zertrümmere eine Vase. Was? Nee, komm, wir lassen das. Das bringt nichts. Es klingt zwar schön und das passt auch zum Titel, aber naja. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Zuschauer das gleiche jetzt gedacht haben. Das gleiche gedacht haben wie das, was ich gesagt habe? Ja, oder? So, komm, bitte lass es. Das hat keinen Wert. Nicht viele, lieber MS. Nicht viele. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Du bist ganz schön kommentargeil. Nein. Ich nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Singe ich nicht gottesgleich? Ja. Wie eine Elfe. Oder wie heißt das Vieh mit den Hörnern? Die sich die Flügel verbonst hat und... Na. Was bist denn du schon wieder für ein Gemüsefreak, hm? Wo bist du? Am Marmorfeld. Ach so, ich bin nämlich gerade runtergefallen. Also, ich wollte gerade zu dir. Ja, dann kommst du halt wieder hoch. Die Frage ist wie? Naja. Zu Fuß und so. Na, ich bin runtergefallen. Na. Ein gewisser Master. Wir müssten mal so 10 Levels weiter runter, mindestens. Ja, deswegen wollte ich ja gerade runter. Wo bist du denn? Na, am Marmorfeld. Wo bist du? Bleib doch einfach mal, wo du bist. Ich bin hier. Ich bin am Marmorfeld. Marmor! Wo bist du? Am Marmorfeld. Bist du mich? Bin ich. Wo denn? Na, am Marmorfeld halt. Jetzt bleib doch einfach mal da stehen und beweg dich nicht als hin und her. Okay, dann baue ich noch ein bisschen Marmor ab. Welches Höhenlevel hast denn du? 57. Ach du Scheiße, bist ja viel zu hoch. Ja, sag ich doch. Dann kannst du ja nicht runtergefallen sein. Ich bin auf Höhenlevel 42 am Marmorfeld. Also bist du hier hinten runter? Ja. Hab ich doch gesagt. Nee. Hier bist du. Meine Koordinaten 723, 1317. Ach, Alter, komm zu mir. 41. Nö, ich hab deine Koordinaten. 752, 1291. Ach, Alter, komm zu mir. Wie waren sie nochmal? 700? Ja, 730 in etwa. Da bist du schon quasi richtig. Jo, aber hier ist. Und jetzt drehst du dich mal rum. Ja, richtige Richtung oder einfach nur noch geradeaus. Höhenlevel 42. Ich kann auf der Map schon sehen, in welche Richtung du läufst. Ich sehe nur nicht, in welchem Höhenlevel du bist. 50 jetzt. Na, dann bist du 8 Levels drüber. De 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 45? Ja, 42. Du drehst dich in die falsche Richtung. Dreh dich weiter rum. Ja, nee, falsch. Weiter zurück. Ja, ja, richtig. Und nur noch geradeaus. 42 bist du, ja? Ja. Dim, 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 dim. Ich versuche dir mal irgendwie entgegenzukommen. Bleib, entgegenkommt bleib, von mir. Ja, ja, ich laufe dir nur entgegen. Nee, ich hab mich ja eingebuddelt. Ich ja, laufe. Ich kann deinen. Ich kann deinen. Ja, ich mach das auch. Achso. Ich kann deinen Nicknamen sehen. Wie viel? 1300? Ja, 1307. Ich sehe deinen Nicknamen. Ich sehe deinen auch. Wir werden uns wiederfinden. Die Mauer muss weg. Der Mauer muss weg. Da ist er ja.